razlog što šetam u centru našeg grada nije da bi mirisali lipe ili uživali u ljepotama asfalta koji je otprilike do koljena, nego smo krenuli tragom informacije da se naš drug Deo vratio sa balkanske turneje i da je tu i da će nam pričati o novom serijalu GLS žurnala. Dejo Jaran. Jesi sale, poznaniče sada šaši. Dugo te nije bilo. Istina, znaš nije me bilo. Znaš da si skičali povuda zbog... Čuo sam da je postoji velika želja i veliko interesovanje naših gledalaca da ponovo krenemo u realizaciju emisije GLS žurnala. Naravno, ja sam bio na nekoj tu maloj turneji evropskoj. Švicarska, Švedska. Nikad. Bregenz. Nikad. 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 Nego? Bio sam na istoku. Na istoku? Da. U Makedoniji? U Makedoniji, jeste, bio sam u Makedoniji. Na Bog i Ven, ono me... Preševsko, nije, kako zove? Brčko. U svim jezerima, u svim jezerima makedonskim sam bio. I? Moram da vam kažem. Ima ribe. Ima ribe, sve u redu. Makedon. Ali možete kažem, mogu nešto reći? Moram. Pošti šutima. Moram priznati, dugo nas nije bilo u emisiji GLS žurnala. Evo, posle više od godinu dana odlučili smo ponovo na zahtjev mnogobrojnih gledalaca da ponovo krenemo da realizujemo ovu najgledaniju, najbolju, najčitaniju, samoljepljivu, samozajedničku emisiju GLS žurnala. Treba sljub za zid, pa metak u čelak. Mein Name ist Thierry und ich komme mit meiner Tochter Theresa aus Innsbruck, wo ich an der Universität arbeite. Ich bin in der Informatik tätig und mein Hobby ist das Reisen in Länder, wo der Tourismus noch nicht so ausgebaut ist wie bei uns in Österreich. Wie bin ich jetzt nach Plagwitzer gerade gekommen? Wir haben bei uns zu Hause, in unserem Haus, warum bin ich jetzt genau nach Plagwitzer gekommen? Wir haben bei uns zu Hause eine Haushaltshilfe, das war die Tanja Lidojevic, und die hat mir immer von Plagwitzer erzählt, wie schön das es hier ist und welche Probleme das es in Plagwitzer gibt. Und da ich selber auch auf einem Bauernhof aufgewachsen bin, habe ich meinen Sohn Maximilian damals im November 1998 zusammengepackt und bin das erste Mal nach Plagwitzer gefahren. Es war damals eine sehr herzliche und familiäre Aufnahme in diesem ganzen Dorf und dieser erste Besuch hat mich dann bewogen, den Leuten hier ein wenig zu helfen, weil ich doch in der kurzen Zeit, in der ich mit meinem Sohn hier war, die Probleme ein wenig kennengelernt habe. Wir sind dann aufgrund dessen bis jetzt schon 13 Mal in Plagwitzer gewesen, haben jedes Mal neben dem familiären Anschluss auch wunderschöne Erlebnisse beim Tanzen und im Sirbad und in Plagwitzer genossen. Und unter anderem haben wir auch voriges Jahr zu Weihnachten eine große Hilfsaktion für die Kinder von Plagwitzer gestartet. Und es waren hier in Innsbruck sind es in der Zwischenzeit 10 Familien, die in regelmäßigen Abständen uns Hilfsgüter hier dieses Dorf zur Verfügung stellen. Und ich fahre dann mit meinem Anhänger hier in das Dorf, um diese mitgebrachten Hilfsgüter zu verteilen und ein wenig Freude in dem Dorf zu bereiten. In der Zwischenzeit komme ich aber auch wirklich gerne persönlich nach Bosnien und im speziellen Fall hier nach Plagwitzer, weil ich einfach diese Unberührtheit der Natur genieße, diese reine Luft und dieses wunderbare Wasser am Hang von der Motajca. Ich fahre sehr gerne in die entlegensten Gebiete in der näheren Umgebung, wie Lepenca oder nach Kauci oder Kovac, wo ich wirklich auch schon eine Reihe von netten Menschen kennengelernt habe, mit denen mich ein freundschaftliches Verhältnis in der Zwischenzeit verbindet. In Österreich selber sind wir dabei, dem Dorf mit einer nächsten Hilfsaktion für das beginnende Schuljahr in Plagwitzer zu helfen. Wir sammeln bereits Hefte und Bleistifte und Blöcke, sodass speziell den Eltern dieses Mal
ein bisschen geholfen ist für den schweren finanziellen Schulanfang, den jeder Elternteil hier in Flagnitzer durch die Probleme einfach erlebt. Flagnitzer selbst gefällt mir vom Dorf her. Es ist ein wunderschönes, unberührtes Bauerndorf mit vielen Kindern, mit viel Natur und vor allem mit viel, viel Ruhe, die wir in Österreich schon ein bisschen vermissen. In Österreich selber, denke ich, können wir viel für Bosnien in nächster Zukunft noch tun und wir haben das auch vor mit meiner Gruppe. Wir möchten nämlich mehrere Kinder von Österreich einmal nach Flagnitzer bringen und zum anderen möchten wir auch Kinder aus Flagnitzer für eine gewisse Zeit in den Ferien zu uns nach Österreich bringen. Aber alles in dem Sinn, dass sie wieder gerne nach Flagnitzer zurückfahren, dass man den Kindern zeigt, dass nicht alles schön ist, was in Österreich so wunderschön aussieht, sondern dass sie vor allem hier in Flagnitzer noch eine Unberührtheit und eine funktionierende Familie haben, die ja das Wichtigste hier in Bosnien ist. Und nebenbei bin ich auch als Fotograf ein bisschen in Bosnien unterwegs. Ich versuche den Leuten zu zeigen mit Tiervorträgen und mit großen Plakaten, wie schön es eigentlich hier ist und wie nett das sich die Leute hier haben, wenn sie stolz sind auf Flagnitzer, auf Bosnien und nicht nur davon träumen, dass sie irgendwo arbeiten und dadurch vielleicht so manche Familie durch das Arbeiten des Vaters oder der Mutter kaputt geht. Ich hoffe, ich kann immer nach Flagnitzer kommen. Ich hoffe, dass mich die Leute gern haben hier. Und ich hoffe auch, dass die Leute zu mir kommen, wenn sie Probleme haben. Vielleicht kann ich ihnen in der nächsten Zeit auch wirklich selber mit unserer Gruppe helfen. Voilà. Leuten hier in Flagnitzer zeigen, wie schön das eigentlich ist, dass hier noch keine Hochhäuser stehen.
prijatelj iz Austrije koji nama dolazi već godinu jače. On nas posjeća često, za to malo vremena već nam je došao 13 puta. On želi često puta da nam dođe, pošto je jako dobar čovjek i dobar prijatelj, on želi dolaziti u tu Vlaknicu, jer mu se svako obraduje i on te ljude voli. On kaže da su tu ljudi puni srdačnost, želi tu da dolazi, posjeća našu gradinu, posjeća Srbac, poklon će da donosi našoj djeci celoga opštine Srbca. I želimo i mi da sa njim budemo dobri dok smo živi, a u buduće i naša i njegova deca da se posjećamo. Pa kad je on došao prvi puta ovdje, nismo znali pričati, nego rukama kanta on meni, ja i njem, baba to više sa njim. Lovla kari, ja pojma ne ovo to. Ja sam prvo jutro kad je ustao da skuvam kafu, ja ne znam njemu šta da reknem, ja znam malo da pričam francuski. Ja sam njemu prišao da kažem, misiju, parle tva france, on meni ništa ne zna da rekne, samo uzvija ramenima. A, no. Ja ne znam šta da pričam, išao sam da zovem čerku, on pita čerku šta je, merci, muj, ništa nije. tu smo se smijali dok nije čerka ustala da nas malo objasni šta je. Već smo se sporazumljavamo rukama, kao dva Nijemca. Pošto eto ja sam domaćica i ja uvijek kuham hranu. Kad je on došao, ne znam šta da mu kuham, inače to su ljudi iz inostranstva, ja ne znam šta da im napravim da jedu. Ja dobra sam domaćica i fino znam da kuham, ali što god ja spremim, ja ga pitam jel dobro, on kaže good, ne znam šta je good. Ali eto, voli saftu, voli pile na ražnju, voli fiš paprikaš, voli svinjsko meso, slabo, voli salat. Da jedno čudri, kako mi bosanci, nek salat, bosanac samo meso. I tako, voli svaku ran, voli, jako je čovjek za to dobar, nemaš mu riječ. On sam sebe posluži. Jer on je neki čovjek koji trebaš da mu serviraš, on ostane sebe ako treba i supu skuvati. Kapu skuva meni, donese, ajde malo boje, popi sa mnom kapu. Iako je to u mojome kuću, u mojome domu, ja sam zato zahvaljujem. Pa volio je me i u Austriju da vidim kako je kod njega. Tamo sam bila, tamo su me dočekali kao da sam neka gospođa, iako sam ja seljak, ja ne znam reći dobro ni dobar dan. Ali ipak sam tamo se snašla kako su me fino dočekali. I on i njegova gospođa i djeca njegova i ja se njima zahvaljujem. A i baba? A ima on svoju babu i tako. Pa nemoj ti ime o ome to dobora. Samo pametan i kulturan svijet tako mora da se ponaša. I dalje da ostane tako. Bidding farewell to his mother, Charles Lindbergh climbed aboard the Spirit of St. Louis, the plane he helped design. At 7:52 a.m., Lindbergh set off from Roosevelt Field on Long Island, New York, his goal to fly across the Atlantic.
Lindbergh, dubbed the Lone Eagle, successfully piloted the first solo transatlantic flight, arriving in Paris in 33 and a half hours. Returning to the States, Lindbergh received a hero's welcome and a Medal of Valor from New York Governor Al Smith. The journey of Charles Lindbergh carried him into the annals of aviation history.